geht's Ihnen denn immer? Ja, danke, ganz gut. Und wo kennen Sie mich? Sowas? Jetzt habe ich mich vergrübelt. Ich kenne Sie ja wirklich nicht. Ja, es kommt vor. Ja. Haben wir schon ein paar für einen anderen geholt. Ja. Vielleicht halt. Wollen Sie mir vielleicht Vorwürfe machen, dass Sie sich verschaut haben? Wenn ich der andere gewesen wäre, wären Sie ja auch stehen geblieben. Vergleiche, was Sie haben. Den anderen hätte ich ja gekannt. Sie sind für mich ein Fremder. Sie müssen unter einer starken Einbildungskraft leiden, dass Sie glauben, dass ich wegen Ihnen einen Bus wegfahren lasse. Nein, ich muss schon bitten, dass Sie einen anderen Ton anschlagen. Für das, dass Sie ein Erinnerungsvermögen wie ein Kleinkind haben, keine Nächste. Das fordert man noch. Quatscht mich doch an. Und regt sich noch auf, dass ich Sie nicht kenne. So ein Verlust. Ihnen nicht kennen. Eine Metzie, warum sie kennt. Sie glauben vielleicht, ich bin was Haas drauf, dass ich ihn erkenne. Also, da gibt es andere Leute, mein Herr, andere Leute wie Sie. Leute, von denen man weiß, wen man kennt, wann man sie kennt. Nehmen Sie das zur Kenntnis, Sie. Neu. Jetzt können Sie aber bald opfern, liebe Frau. Noch sein dummes Wort und Sie können mich kennenlernen. Sie sind anscheinend als gedächtnisgeschwundene Rabiatikerin aus einer Psychiatrie entwichen. Das muss ich einer ausschauen, das muss ich einer ausmalen. Da steht man an der Haltestelle, muss ich grüßen lassen und dann wird man auch pflegig, weil man die Frau nicht kennt.